Herzlich willkommen bei S21 BauTV. Das ist das letzte Stück Sauberkeitsschicht, das noch fehlt, von Baufeld 19. Links oben im Bild Baufeld 18, unter 19 der Düker ist 20 und wir stehen gerade auf dem Weg zum Planetarium, also Baufeld 21. Ja, und wenn ich mir Baufeld 18 so anschaue, dann ist mindestens 2/3 Aushub getätigt, also von dieser letzten untersten Schicht. Eigentlich sogar noch mehr. Diese Breite hier sind 2/3 und dann ist ja hier auch schon ein Stück weg. Also das geht echt mit großen Schritten dem Ende entgegen. Und zwar nicht dem Ende von Stuttgart 21, sondern dem Ende vom alten Erdreich. Und in Baufeld 19 sehen wir, der erste Teil der Bodenplatte hat die Armierungsschicht schon bis oben hin bekommen. Ich denke, hier fehlen noch einige Stäbe und dann war's das. Dann kann man hier betonieren. Wie im anderen Video schon berichtet, an der dritten Kirchstütze, also K2 in Baufeld 16, wird die Außenschalung der Hutze angebracht. Heute ist Mittwoch, ja, könnte sein, dass am Samstag betoniert wird. Nun noch mal ein Blick auf Baufeld 19 direkt über dem Düker. Wie schon öfter berichtet, 3 Abschnitte direkt vor uns. Der ist fast fertig armiert. Und beim zweiten Teil, da ist ein Teil ja schon von herein fertig, um den Kran zu positionieren. Und der andere Teil ist schwer in Bearbeitung bezüglich Armierungsstäbe. Und im dritten Teil sind die Anschlussarmierungen von den Gründungspfählen freigelegt worden. Komplett rechts und links. Die nehmen die Kraft weg, damit der Zugangstunnel nicht auf dem Nissenbach-Düger aufliegt. Und wie gerade zu Beginn des Videos besprochen, der sieht so frisch aus, wahrscheinlich von heute, die Sauberkeitsschicht in dem Teil, im letzten Stück von Baufeld 19. Und für alle, die neu auf dem Kanal sind, das ist der Beginn der Zugangstunnel. Also links, man sieht es unten an der Holzlatte, an den Holzbalken, links ist Baufeld 18, das ist das erste Baufeld mit Bahnsteigen und rechts Baufeld 19. Hier beginnen die Zugangstunnel vom Südkopf. Von hier geht es dann hoch zum Flughafen und weiter nach Ulm bzw. nach Unteroberthürkheim.
Und was macht man mit dem Beton, der hier rausgeknabbert wurde, um die Armierungseisen freizulegen? Ja, aus dem macht man neuen Schotter. Und der wird jetzt hier gleich abtransportiert. Ein interessantes Detail, wird aber noch nicht verraten, um was es sich handelt. Aus einem einfachen Grund, weil ich keine Ahnung habe. Aber wer schon mal weiß, was es ist, kann es drunter schreiben. Ansonsten werden wir es noch rausfinden, weil wir die Bauarbeiten ja ständig beobachten. Natürlich schauen wir auch noch auf den Zugangsbereich vom Düker. Da unten wird betoniert, also das sieht so aus wie die endgültige Grundplatte. Für die Rohre, die rechts hier liegen. Und wer noch ein Steinchen für den Garten braucht, hier sind sie käuflich zu erwerben. Danke fürs Zuschauen. Wenn es gefallen hat, bitte Daumen hoch. Und wer nichts verpassen will, abonniert einfach den Kanal. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Soderle, der ist mittlerweile voll, denn hier gibt es Nachschub. Und ich schätze, Baufeld 19 wird jetzt abgeschlossen. Kann mal jemand den Ausknopf drücken? Ich will noch rüber zum Wullesteg.
Das ist übrigens die Drainageschicht unterm Bahnhofsdruck durch. Denn wir haben durch das Grundwassermanagement also die blauen Rohre und das Gebäude da hinten. Die haben wir die Baustellen abgepumpt und in ein bisschen Entfernung wird es dann durch Infiltrierbrunnen wieder beigefügt, das Wasser, nach der Reinigung. Und das Übrige geht in den Neckar. Auf unserem Kanal mit Suche, Tag der offenen Baustelle, im Januar, da haben wir nämlich auch mal das Grundwassermanagement besucht. Ja, also, ihr wollt sehen, wer das Geräusch macht? Der macht sauber hier. Also wenn die Zugangstunnel und der Bahnhofsdruck fertig sind, wasserdicht fertig sind, dann kann man das Abpumpen ja wieder sein lassen. Und dann wird der Grundwasserspiegel höher sein als eben das jetzige Niveau. Und dann wie mit kommunizierenden Gefäßen kann das Wasser dann unter dem Bahnhofsdruck durchströmen. Und zwar exakt durch diese Schicht. Offensichtlich ein Sammelschacht für Abwässer, denn er hat genau die Aussparung gehabt für das Rohr und ich fliege gleich davon. Und wenn dann drumherum Beton ausgegossen ist, alles bleibt dieser Schacht übrig. Und den kann man dann mit einem Gulli nutzen, um hier das Wasser abzufangen.
Das ist das Material für die restliche Armierung in der Bodenplatte Baufeld 19. Nachdem wir hier immer noch rumstehen, kann ich ja mal einen Zoom auf Baufeld 17, die Anschlussarmierung von der Bodenplatte machen. Und zwar haben wir hier den Bahnsteig, und zwar Bahnsteig 2, wenn ich mich nicht verzählt habe. Dann haben wir diesen kleinen Hohlraum für Infrastruktur. Dann kommt die Fahrbahn, Gleis 3 und 4 oder 2 und 3. 2 und 3 müsste es sein. Und nochmal ran, hier sehen wir die typischen Muffen, die aufgeschraubt wurden auf die Baustähle. Und an die werden dann die nächsten Baustähle geschraubt. Ja, jetzt kriege ich aber den Zoom nicht mehr wackelfrei hin. Es windet hier wie verrückt und so mit ausgestrecktem Arm ist es auch nicht gerade einfacher. Deswegen letzte Fuhre für Baufeld 19. Jetzt bleiben wir aber auch dabei bis zum Ende. Letzte Fuhre für Baufeld 19, die Sauberkeitsschicht.
Kalle vom Urin. Ja, genau. Und da bauen sie schon diese Kirchen, die dann nachher die, also wo du zum einen Licht reinkriegst und dann bei denen noch eins runter. Ja, die haben da noch was. So Leute, wir haben es geschafft. Baufeld 19 hat seine Sauberkeitsschicht komplett. Danke nochmal fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.